Es ist Showtime, SBB-Time, Kampagnenmix, Spieler bei SBC, wie ihr im Untergrund jetzt sehen könnt. Hol dir ein von drei Road to the Final, Future Stars oder was eklig, wenn es eine Tyrion-Karte. Gast heute ist Cenk. Was geht ab, Leute? Cenk ist auch am Start zu einem weiteren SBB. Boah, geil, ich hab Bock drauf, Jesse. Das freut mich doch. Immer gute Laune, immer Bock haben. Das ist natürlich sehr, sehr nice, Leute. Checkt auf jeden Fall auch gerne Cenk ab. Erster Link in der Videobeschreibung. Bevor der ganze Bums losgeht, Cenk, was meinst du, wie viele Daumen nach oben, wie viele blaue? Ist doch blau, wenn man liked, ne? Ich glaube, es ist blau. Ja, grün. Egal, wie viele verprügelte Like-Buttons können wir knacken? Leute, ich weiß nicht, Digga. Ich glaube, für diese Kombi Jesse und Cenk 555 Likes sollten wir eigentlich schaffen, oder? Beim SBB? Finde ich auch. Also die Zahl ist cool. Ich glaube, es hat noch keiner so ein SBB hochgeladen zu den Karten. Ich weiß, sehr, sehr schwierig. Man kann wirklich von sehr guten Karten bis Müll alles ziehen. Aber 555 Likes sollten drin sein. Okay. Yes, Leute, Moment der Wahrheit, Kampagnen-Mix-Spielerwahl, man kann ja, was kann man hier ziehen, Centurions-Karten, Road to the Knockout-Karten oder sowas und der ist Future-Star, aber komm, machen wir die SBC erstmal auf ganz entspannt fertig und dann schauen wir mal, wen wir hier bekommen. Leute, los geht's, mit der Nase, ihr kennt mich, wir machen hier kein großes Prozedere hier raus und das sind wirklich alles Karten, sieht nicht so lecker aus, ich würde mich hier für Raspadori entscheiden. Boah, Leute, gruselig. Eieieiei. So, Friends, Starspieler ist Raspadori, ich muss offen und ehrlich gestehen, wo ich den in den Pick gezogen habe, war ich ehrlich ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte, der Kollege ist Müll und nichts wert, aber ich habe geguckt, der kostet ca. 330.000 Coins und die Stats, ne, wenn ich ehrlich bin, wenn er ein bisschen mehr passt, ein bisschen mehr Physis hätte, das wäre schon eine Totzkarte. Sei mal ehrlich. Boah, ich sag ehrlich, weißt du, was mich enttäuscht hat? Der hat jetzt schon 5 Sterne Weakfoot und der kriegt nur, wenn er das Finale erreicht, dieses Weakfoot-Upgrade. Das heißt, er muss Finale gewinnen, um überhaupt diese 5 Sterne Skills zu bekommen. Das nervt mich ein bisschen an der Karte, aber die ist trotzdem komplett geistkrank. Ja, also. Aber guck dir das mal. 89 Schuss mit 5 Sterne Weakfoot. Ja, also, das ist schon eine Karte. Und Napoli diese Saison sowieso geisteskrank. Also diese Mannschaft kann man sehr, sehr viel zutrauen. Ich meine, ich spiele jetzt auch gegen Frankfurt. Sollten die eigentlich easy machen? Sorry an die ganzen Frankfurter Fans, aber 0-2 gegen Napoli, ich glaube nicht. Ja, Bro, ich würde sagen, wir labern gar nicht so lange viel drum. Ich hoffe, ihr habt alle supportet, den Like-Button verprügelt und wir gehen rein. Ich halte meine 2 Tipps für dich in die Kamera. Ich habe LM und RM aufgeschrieben. Okidoki, ja. Dann starten wir mal links mit Effektspieler und das macht heute ein Gesicht, das verletzt ist. Saisonende, Neymar ist Junior da Silva, Pommes Döner Hähnchen und im rechten Mittelfeld spielen wir eine SBC-Karte, sehr, sehr cooler Typ, der hat auf jeden Fall auch noch die Möglichkeit, hier das ein oder andere Upgrade zu sammeln, Moussa Diaby. Oh, also ich habe mich echt gefreut, als ich SBC-Karte gehört habe, weil ich habe Chiesa aufgeschrieben und links habe ich Leao, kein Neymar, wie soll ich darauf kommen, ja, ich habe einfach die Auffälligen aufgeschrieben, Chiesa, Leao. Safe. Hätte ich auch gemacht. Aber komm, Verschnauspause ist genug. Ich halt hoch. Ich habe auch deinen linken Flügel und rechten Flügel aufgeschrieben. Ich bin gespannt. Links habe ich eine Legendenkarte mit 5 Sterne Skills. El Sharawi. Seit FIFA 13 einfach ein Macher in FIFA. Und rechte Seite habe ich... Er ist so underrated in Real Life. Ich schwöre, ich fühle ihn komplett die Maria Man of the Match. Ah, das ist geil. Ich habe Leao und Messi aufgeschrieben. Jawohl. Das heißt, Leao... Leao stand erstmal drin. Ich hab den nochmal ausgetauscht, weil ich mir dachte, nein, das ist zu auffällig. Hast du gut gesehen, auf jeden Fall. So, Leute, wir gehen ins Mittelfeld. Wichtige Position. Mein Brett ist hoch. Ich bin gespannt. Dein Brett ist hoch. Ich gehe rein in die erste Karte. Oder beziehungsweise, das sind schon meine ersten 2 Franzosen, die ich mitgenommen habe. Einmal ist es Paul Pogba und einmal ist es Vieira Prime. So. Und dann haben wir im ZOM eine Hero-Karte und den hast du safe nicht. Der heißt, ich nenne ihn Kevin, aber eigentlich wird der Kewel ausgesprochen, glaube ich. Ja. Ah, okay, hast du intelligent gemacht. Ich habe Goretzka aufgeschrieben. Ich habe Kvara, ja, du weißt, wen ich meine, der auch dabei in Napoli spielt, weißt du. Ja, der kann ja auch auf der 10 spielen. Da habe ich irgendwie auch einen Franzosen aufgeschrieben, so. Erzähl mal. Kannst dreimal raten, wer. Pogba. Natürlich. Jawoll. Oh, Torwart oder was? Ein Bronze-Torwart. Yes. Immer das erraten werden und so. Egal, ich habe meinen Inder. Ja, da. Der macht das schon. Ja, da war letztens zu gut der Hund. Da war viel zu gut der Hund. Der wird das regeln. Auf der 6. Aber noch lachst du, ne? Noch lachst du. Ich halte mein Brett auch hoch und ich sag ehrlich, ich habe ganz gute Picks eigentlich aufgeschrieben. Ja, mach mal entspannt, du. Komm. So, nicht viel reden.
Ich habe auch eine Hero-Karte im Mittelsturm. Das macht der Kollege Ricken. Fantasy. Mhm. Das hört sich sehr verdächtig an. Aber ja. RZM Fofana, LZM Carlos Soler. Ah, oh, hatte sogar. Er hat mich entschieden zwischen Verratti und Carlos Soler. Ich habe Verratti genommen. Ja, dann bin ich auf auffällige Karten wieder mal gegangen. Keane und Pogba. Ich dachte, heute funktioniert vielleicht auffällig, aber irgendwie nicht. Ah, ne? Also darf ich alle behalten? Ja, ja, das alle behalten. Nice! Ich habe langsam auch diese Diplome im Team bauen, ne? Ich sag ehrlich, der studiert nicht nur Uni, der studiert auch FIFA. Ja, wo ich meine ersten SBB-Teams gebaut habe, die waren alle bodenlos, Bruder. Ihr habt alles gesniped von mir. Ich habe mit mehr Bronzekarten als Karten gespielt und so. Ja, aber jetzt mittlerweile schwer, sehr, sehr schwer hier. Da kommen wir auch schon zu den Außenverteidigern. Und ja, Jesse hat schon richtig erkannt, ich muss in andere liegen. Aber bevor wir zu mir gehen, wir gehen erstmal zu deinem Team rüber. Und ich halt auch schon rein. Ich habe zwei Tipps. Ich gehe immer auffällig, sag ich dir ehrlich. Ja, vielleicht hast du diesmal Glück, aber ich habe jetzt auf der linken Seite auch mich für eine Icon entschieden. Das macht PT. Ist so eine Icon, die hat man echt nicht auf dem Schirm, die Linksverteidiger spielen kann. Aber ja. PT World Cup ist auf jeden Fall auch mit am Start. Und auf der rechten Seite spielen wir eine Centurions-Karte. Spielen wir sie jetzt schon oder spielen wir sie in einem anderen Team? Da muss ich nochmal ganz genau nachschauen. Wenn ich sie in einem anderen Team spiele, habe ich sie selber gespielt. Ne, ich habe recht, wir spielen sie jetzt schon. Calabria. Ja. Ja, ich mache das ganz kurz und schmerzlos, was soll ich dazu sagen? Ich habe so einen Chayo Henrique aus Brasilien und Takimi. Ey, Mann, ich habe nichts erraten bisher. Keine Ahnung, du baust gut, muss ich sagen. Aber nice, ich gehe auch sehr auffällig, ne? Ja, muss jeder selbst wissen, ne? Ich halte auf jeden Fall hoch und dann schauen wir mal. Ja. Okay, ich habe einen Spieler, der ist eigentlich... Ein Spieler, den man oft mitnimmt, aber kann man nicht auf dem Schirm haben eigentlich, weil das eine andere Liga ist und das ist Nuno Mendes. Und rechte Seite habe ich einen aus der Premier League. Ja, da habe ich den Kevin gut eingebaut vorne. Das ist Diego Dalot. Ja, hast du gut gemacht. Ich habe zwei aus der Premier League aufgeschrieben. Einmal Lisandro Martinez, da dachte ich, nimmst du nochmal den Argentinien-Link mit Di Maria und Trent Alexander-Arnold. Ah, wichtig. Deswegen darfst du da auf jeden Fall beide Holzfische behalten. Boah, wichtig, wichtig, wichtig. Oh, das ist echt wichtig. Und das Ding ist, du hast auch erst einen erraten bei mir. Und wir wissen beide, wenn man IVs errät oder Torwart errät, dann ist eigentlich erst ein Knockout. El Grande Final. Leute, die letzten Positionen. Ich halte hoch, ich bin gespannt. Er will hinter. Nein, Mann. Ich habe irgendwie ein schlechtes Gefühl. Weiß ich nicht. Ich habe ehrlich ein bisschen Larifari. Also, was ich aufgeschrieben habe, ist sehr, sehr wild und sehr, sehr kreativ. Entweder ich liege voll daneben oder ich habe alle drei Spieler. Dazwischen gibt's nichts. Ich habe zwei Ligen mitgenommen: zwei Brasilianer, einen Franzosen. Ich habe einmal Thiago Silva in Form. Dann habe ich seinen Link dazu. Den hast du eigentlich nicht: Neto. Das ist eine 81er Goldkarte im Kasten. Kann ich auch gleich Bronze spielen, ne? Und dann habe ich einen sehr auffälligen. Der heißt Kalulu. Ah, okay. Gut gemacht, darfst alle behalten. Ich habe Bremer, Kimbembe und Lopez aufgeschrieben. Boah, wichtig. Leute, wundert euch nicht. Ich habe gerade gesehen, mein Team hat komplett keine Chemie, alles wegen Paul Pogba. Also, die werden alle auf Recam gekommen. Nur wegen Pogba. Das wissen die Leute mittlerweile schon mit dem neuen Chemiesystem. Die Teams sind so gebaut, dass man mindestens 30 hat. Und ja, wenn einer... Ich hatte sogar 31. Tschüss, Streber und tschüss. So. Tschüss. So mit plus 1 und so. Okay. Ich war der Typ, der gesagt hat, Lehrer, wir hatten Hausaufgaben, weißt du? Keiner Spaß. Nein, Spaß, bevor gleich Hate mehr gekommen. Der Typ, der gar nicht erst gekommen ist. Ja. Mit viel Geschichten erzählen. Geschichten aus dem Paulanergarten und so. Ja, babbel mich nicht voll, ich hau dir jetzt drei Spieler raus. Glaube ich nicht. Hältst du schon hoch? Jo. Okay, dann starten wir auf ganz locker flockig und dann schauen wir mal, wenn ich hier alles spiele. So, ich würde gerne auch Kalulu spielen, falls das geht. Ja, geht. Dann würde ich auf jeden Fall auch eine Karte aus der Mannschaft von Raspadori spielen. Kim Min-jae, der erste Südkoreaner, der stabil ist. der ist breit, der ist schnell, der ist stark. Was willst du machen? Son auch. Nochmal was? Son auch. Aber Son ist nicht so breit wie Kim Min-jae. Ja, okay, Der Typ ist 1,90, Mann. Der ist riesig. Ehrlich? Ja, Mann, der ist hier. Junge, nein, ich habe Angst vor deiner Verteidigung. Mach weiter, wer ist Kasten? Und im Kasten spielt Donnarumma. Donnarumma? Ja. Ey, nein. Ey, ich hatte zwei Sachen. Guck mal, erstmal wollte ich mit PSG gehen. Da hätte ich Donnarumma gesniped. Wäre geil gewesen.
Aber ich bin jetzt mit Serie A gegangen. Ich habe aufgeschrieben um Titi, Chesney und Kalulu. Also Kalulu kann raus, Keeper in Innenverteidigung. Und das meinte ich, das ist der Knockout. Weil Ipau, Bronze ist schwierig. Aber ey, ich hatte einen Tipp sogar. Ich glaube, ich hatte sogar Kalulu und Donnarumma mal auf der Tafel stehen. Aber egal, was soll ich machen. Wenigstens habe ich einen bekommen. So Leute, wir sind jetzt die vollen Teams. Im Tor spielt, besser gesagt im Tor, in der Innenverteidigung spielt bei mir Bar. Usman Bar, rechter Innenverteidiger. Schwierig. Ja, bei mir hat es für Pogba nur für die Bank gereicht. Auch cool. Aber sonst sieht mein Team eigentlich stabil aus. Ich habe einen Bronzespieler, Inder Yadav, der regelt das eh. Ja, Rest, weiß nicht, Thiago Silva mit 50 Pace, aber ansonsten eigentlich stabiles Team bei mir. Das ist Quatsch. Ja, das ist... Ja. Guck doch, guck mal El Shaarawy, ja! Guck dir El Shaarawy an! Geil. Das war Dori mit links. Hä? Das ist wie so gescriptet, Bruder. Ist der Linksfuß? Ich guck das jetzt nach. Guck mal, was macht Donnarumma da? Brudi, der ist Rechtsfuß, er hat den mit links so in den Knick geballert. Hilfe. Musa? Nein. Nee. Ist kein Abseits? Ist kein Abseits? Ist nicht. Und der geht rein. Aber das war auch wieder mit Schwitzen alles. Bruder, das war auch wieder diese, wie immer sonst, ne? Immer wenn du gegen mich schießt, die machen keinen 100%igen rein. Der hält den auch fast fest und wieder, so krank. Der hat den auch fast wieder gehalten auf den. Ja, krank, ehrlich. Ja. Mit Schwitzen. Mit Schwitzen! Dori! Ja, Junge! Ja! So, Neymar hat Raum. Room and time. Yeah, we gone! Und das ist der Siegtreffer! Yo! Danke! Yo! Danke! Hey! Ey, Leute, was ein Spiel, geisteskrank. Geist, ich will, dass du die Schussstatistik einblendest. Ja, safe. Wir gehen sogar jetzt zusammen drauf ein. Weil ich muss offen und ehrlich sagen, das war ein Spiel, das eigentlich hätte so... Yo! 23 zu 4 Schüsse! 23 zu 4 Schüsse. Der Mann macht mit 4 Schüssen 3 Dinger. Geil. So Leute, wir kommen zum Discarden. Ich mische jetzt einfach mal durch. Ja, keine Ahnung, Bro. Ich sag ehrlich, was soll ich sagen? Es gibt nicht viel zu sagen. Es war echt ein Spiel, immer verrückt. Das ein Pick. Warte, das ein Pick. Ich muss kurz. Rudi, ich sag dir ehrlich, ich stelle eine krasse Karte ins Tor. Auf Bruder. Ernst. Oder erzähl mir nichts. Komm, wir nehmen deinen. Du hast eine Bronzekarte, der Rest waren ja alles normale Karten, so, ne? Sprich. Ja, also im Tor steht Vieira, im Sturm steht Kalulu, RZM steht Kewell. Okay, komm, gib mir dein LZM. LZM? Ja. Okay, kann ich mit leben. RZM war die Bronzekarte, LZM die Maria. Torstand Kalulu, also wäre noch ein bisschen teurer gewesen. Linker Verteidiger Vieira, das war der einzige, um den ich wirklich Angst hatte. Raspadori LF. Ja, weiß nicht, soll ich den SPC abgeben oder einfach discarden, die Maria 20k? Ja, komm, discard den Lachs. Hier. Halb so wild. Hab ich discarded. Alright, nice. Ja, würde ich sagen, Leute, willkommen zu Ende des Videos. Checkt auf jeden Fall Jank ab, erster Link in der Videobeschreibung. Da haben wir auf jeden Fall auch ein stabiles Squad-Builder-Battle aufgenommen. Und dann würde ich sagen, ich würde dir die letzten Worte überlassen. Ja, war wieder mal ein cooles SPB, auch wenn ich diesmal der Loser war. Ja, was lernen wir daraus, Leute? Chancen nutzen. Nicht einfach mal Fallrückzieher machen. Aber GG an Jesse. Und das war wieder ein cooles SBB. Lasst ihr auf jeden Fall Liebe da. Wir sind raus. Peace out. Ciao.